Nun, liebe Freunde, alles mit der Ruhe. Nur nicht um die Ruhe bringen lassen. Ich glaube, Ihnen sagen zu können, auch sagen zu müssen, dass ich Ihnen ein kleines Vorbild bin. Ich sage noch nicht mal ein großes. Alles mit der himmlischen Ruhe. Alles anhören, alles ansehen, alles erdulden. Noch nicht sagen, erst dann antworten, wenn es soweit ist, dass man mir diese Fragen gestellt. Und all das Geschriebene, das sind Fragen, die ich in aller Ruhe richtig zu beantworten weiß. Ich bin nicht der Blamierte, ich bin ja bei nicht der Dumme. Es gibt ja auch ein Sprüchlein von Menschen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Aber ich möchte nicht lachen, ich möchte nur eines, nur glücklich sein. Zufrieden sein, dass Menschen doch auf den Weg der Erkenntnis gelangt sind und dass auch sie das Gute jetzt im Herzen erfassen. Bisher ist es immer so gewesen, dass diese Menschen, die einst zu meinen größten Gegnern zählten, danach gesagt, als sie den kleinen Gröning kennengelernt, ja, lieber Gröning, das habe ich nicht gewusst. Es sind Wissenschaftler, es sind Mediziner, es sind Geistliche, es sind Menschen von Seiten der Regierung, es sind Menschen von Seiten der Justiz. Alle sagen sich, ja, das habe ich nicht gewusst. Ich könnte sie von der Behörde alle aufzählen, ich könnte sie namentlich aufzählen. Da kommen sie, geben sie zu, stehen sie in Amt und Würde, dann sind sie anders. Ich kann nicht, das Gesetz schreibt es mir vor, ich muss ja etwas tun. Aber liebe Freunde, darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das letzte Wort verbleibt mir. Warum sage ich auch, weil ich sie alle habe sprechen und schreiben lassen. Und nicht nur das, sondern auch handeln ließ. Und in Kürze bin ich dran. Tun auch Sie das Gleiche. So, schimpfen Sie nicht gleich. Verurteilen Sie keinen, auch wenn er Sie beleidigt hat. Ich wollte nur einen Mal sehen oder hören, wenn man über ihn nur einen Artikel in der Zeitung gegeben hätte. Er ging nicht mehr aus dem Haus, er ging nicht mehr aus der Wohnung. Aber nun sind es nicht 10, nun sind es nicht 100. Es sind unzählige tausende Artikel. Und nur Schmutzartikel. Und daher meine Frage, liebe Freunde, und dann kommen Sie noch zu mir? Warum kommen Sie zu mir? Die Frage ist doch berechtigt. Ja. Danach sage ich denn auch, warum? Ja, wir haben ja nichts Wahres gewusst. Das haben wir nicht gewusst. Also unbewusst getan. Meine Antwort ist ja, Sie waren einer falschen Führung geraten. Man hat sie falsch geführt. Man hat sie falsch belehrt. Man hat sie falsch beraten. Und daher, das kommt dann zustande, Freunde, wenn der Mensch faul ist. Wenn er bequem geworden, besser gesagt, wenn er modern geworden ist, dass er nur auf den Knopf zu drücken braucht. Das ist die Technik, aber im Göttlichen gibt es derartiges nicht. Und dass er sagt, was ich nicht kann, das können die anderen. Wenn ich nicht hier weiterkomme, dann gibt es ja diesen und jenen. Der wird es für mich tun. Warum können Sie das nicht auch tun? Ich bin doch kein Schriftgelehrter. Wie komme ich denn dazu, den Anwälten, dem Gericht, der Justiz, alles so zu schreiben, wie es Wirklichkeit ist? Wie kommen dann die Juristen dazu, zu sagen, ja, jetzt erkenne ich, dass wir wirklich von Gröning noch lernen müssen. Ich will kein Lob, Freunde, nein. Aber ich habe das doch nicht gelernt. Ich habe nicht auf die Schulbank gesessen. Ich habe nur das ABC gelernt. Und die Worte, wie ich sie heute noch höre, mehr nicht. Wie sprechen die Menschen? Wie ist ihre Ausdrucksweise? Wie sind die Bezeichnungen? Was für ein Wort brauchen sie dafür und dafür? Mehr will ich nicht. Braucht ihr nur so viel, um ihnen das verständlich zu machen, um in ihrer Sprache zu sprechen. Andere Sprache nehme ich schon gar nicht an. Das Sprechen ist auch gar nicht so notwendig.
Da stelle ich immer wieder fest, wenn ich in den Nachbarstaaten bin, wo die Menschen die deutsche Sprache nicht beherrschen, auch von dieser nicht beherrscht werden. Sie haben ihre eigene Muttersprache. Ich brauche nicht zu ihnen sprechen. Ich spreche zwar Deutsch. Und sie sprechen Französisch, Italienisch, Englisch, was weiß ich, was alles. Aber wir verstehen uns. Wir haben gleich Kontakt. Diese Menschen fühlen es. Ja, das wäre hier gescheiter. Ich würde nicht Deutsch zu ihnen sprechen, ich würde anders sprechen. Dem Gefühl folgen. Und daher immer diese meine Frage, was haben Sie für ein Gefühl oder wie fühlen Sie sich hier? Ich meine, das ist auch ein Anfang ohne Ende, von dem ich da selbst überzeugt bin. Und wie Menschen mir das immer wieder bestätigen. Sie lebten auch bisher im Glauben. Ich muss persönlich zum Gröning oder Gröning muss persönlich zu mir oder muss persönlich zu uns kommen. Persönlich meinen Sie so mit dem Körperchen und dass Sie ihn hören. Und da muss ich ihm noch alles sagen, wo es fehlt. Womöglich die Krankheit schildern. Die wird hier nicht behandelt, die behandeln die Ärzte. Die behandeln die Herren der Schulmedizin. Es gibt auch Heilpraktiker, es gibt auch Pendler, es gibt alles Mögliche. Ich bin auch ein Pendler, aber ich pendle von einem Ort, von einer Stadt zur anderen, wie auch von einem Land zum anderen. Nun, Freunde, Krankheit wird hier nicht behandelt. Lassen Sie davon ab. Ich könnte genügend Beweise aufführen, die werde ich auch aufführen, dass ich mit den meisten Menschen, die das Heil erfahren haben, keine körperliche Berührung hatte. Ich hatte nicht das Vis-à-vis von denen, nicht so Körper an Körper, wie sie heute hier sind. Der Name Gröning ist auch so unwichtig. So heißt er nur mein Körper, das bin nicht ich. Und Wirklichkeit ist es da, wo Menschen, wenn ich nur einen Fall heraushole, einen von den vielen, es sind Tausende, heraushole, wo ein Mädel in Südfrankreich, was ich gestern auch schon berichtet hatte, in Südfrankreich, die immer übel dran war, der ihr Körper, sie würden sagen, krank gewesen ist. Ich sage, die Unordnung war in ihm. Und dieses Mädel hat nur ein paar Worte, das heißt erstmal gesehen, wie der Kleine hineinkam, ein paar Worte, Deutsch gehört, aber das war so gleichgültig. Sie sprang gleich auf und sagt, ich habe keine Beschwerden mehr, ich sprach weiter, störte mich nicht dran. Sie hat andere Beschwerden aufgenommen, von denen da neben sitzen. Auch die sagten, sie haben keine mehr. Ja, was ist das für ein Mensch? Zwei, drei Worte Französisch verstehe ich auch, wie auch Englisch und so. Einiges andere, was weiß ich. Aber das muss nicht sein, dass man das versteht, dass man die Worte versteht, sondern den Menschen versteht. Darauf kommt es an. Dieses Menschenkind hat es auch verstanden. Ich habe der tatsächlich einige Kügelchen gegeben. Und so ist sie, was sie mir jetzt bei meinem letzten Besuch mitteilte, dass sie einem Kind auch eine von diesen Kugeln gegeben, das einen vollständig gelähmten Körper hatte. Sie hat dem Kindchen von Gröning nichts gesagt. Hat diesem Kind auch nur die Frage gestellt, mein liebes kleines Kind, glaubst du, dass der Herrgott dir die Gesundheit wiedergeben wird? Ja. Sieh mal, wir haben hier einen Menschen und der hat dir dieses Geschenk überreicht. Und er wird dich zu führen wissen. Das Kind sagt, ja, daran glaube ich, und so weiter und so fort. Dieses Kind hielt die Kugel in der Hand, hat es nicht mal von den Eltern berühren lassen. Und so ist es eher und mehr dazu gekommen, von einem Tag zum anderen, wie das Kind gleich zu diesem Mädel sagte, schau meine Beinchen, die bewegen sich, da kommt schon das Leben hinein. Das strampelt schon. Das hat es noch nie getan. Sie werden warm. Mein Körper ist voller Strom. Und da strömt immer mehr hinein. Und das bewegt sich alles. Und schon sagte dieses Mädel, ja, mein Kind, ich glaube auch für dich, wie du auch glaubst. Die Gesundheit ist alles. Das Kind ist heute bei bester Gesundheit.
Leider, leider habe ich es nicht sehen und auch nicht sprechen können. Die Eltern sind mit ihrem Kind in Urlaub gefahren, wo es auch deren Wunsch war. Ich kann mich nicht groß anmelden, sagen, nee, jetzt schreibe ich mal an alle hin und jetzt macht man alle mobil. Nein, das tue ich nicht. Wie gesagt, ich habe es nicht angetroffen. Und doch bin ich glücklich. Derartig ist nur zu hören, zu erfahren. Sind Sie nicht auch glücklich? Oder kommt in Ihnen ein Hass, ein Neid auf? Sehen Sie, diesem Kind wenig gesagt, der Name Gröning wurde nicht erwähnt. Aber Gott wurde erwähnt. Und ob das Kind glaubt, und wirklich hat es geglaubt. Ja, man braucht dem Kind nur die Verbindung geben. Der Name Gröning sagt nichts. Das ist unwichtig. Natürlich bleibe ich für Sie auf dieser Erde im Namen Gröning. Aber wer bin ich? Sie sind nicht der Meier, der Schulz, der Huber. Nein, so ist Ihr irdischer Name. Wie ist Ihr göttlicher? Wissen Sie das? Wissen Sie, welchen Auftrag Sie erhalten haben, den Sie hier zu erfüllen? Das wissen Sie nicht. Nein, dazu haben Sie auch keine Zeit gehabt. Dazu kamen Sie auch gar nicht. Denn Sie wurden verlockt, verleitet und wurden anders belehrt. Sie konnten nicht alles so in Ihrem Inneren aufnehmen. Schon als Kleinstkind wurden Sie verbildet. Und wenn Sie nun einen guten Beruf gekriegt haben, ja, oder dass die Eltern in einem besseren Rang und Stand stehen, und dann kam die hohe Nase. Was bist du, Dreckspatz, ich habe mit dir nichts. Ist es nicht so? Hat es nicht wehgetan? Und der andere, der so hochmütig war, ist er nicht heute demütig geworden, wenn er von den Bösen so weit erfasst ist? Ja, Freunde, das stelle ich doch am ehesten fest. Aber erst da dann, wo der Mensch vom Bösen erfasst, wo er selbst alles versucht hat, und dieser Versuch, die vielen Versuche ihm zum Übel wurden, da begann er zu glauben, da begann er zu suchen. Dann hat er auch die Reife. Aber warum muss das erst so weit kommen? Nun sollte er, und wie alle Menschen an den einen, wie einer an alle, eine Lehre gezogen haben. Eine weitere Frage, haben Sie eine Lehre daraus gewonnen? Das ist wichtig. Lehre an sich selbst, haben sich selbst studiert, selbst kennengelernt. Dann können Sie erst Ihre Nächsten kennenlernen. Und so weiter, liebe Freunde. Ich sage noch einmal, das ist ein Anfang ohne Ende. Nun möchte ich vorerst schließen. Ich glaube Ihnen, liebe Freunde, wirklich das mit auf den Weg gegeben zu haben, dass Sie den Hinweis hierdurch erhalten. Muss ich für Sie noch weiteres tun? Oder müssen Sie auch was tun? Ich gebe Ihnen noch ein kleines Gleichnis. Speise und Trank, mit dem Sie Ihren Körper ernähren, erhalten können, das kann ich Ihnen geben. Ich kann Ihnen das nur reichen. Aber das ist von Gott geschaffen, von Gott so bestimmt. Essen kann ich auch, das heißt, meinem Körper was an Nahrung geben. Aber wenn Sie Hunger haben, darf ich das für Sie doch nicht tun. Dann müssen Sie es selbst tun. Oder nicht? Dann müssen Sie die Nahrung, die göttliche Nahrung, doch in Ihrem Körper aufnehmen. Nur nicht so verbilden, nur nicht so vermanschen. Ich möchte mal zu Ihnen kommen, wenn Sie so viel Guten schon gewohnt sind, Braten, was weiß ich alles. Und so die Süppchen, die Sie da kochen, die zusammengematschte und das gut garnierte. Ich komme mal zu Ihnen, ich koche eine einfache, schlichte Suppe. Ich mache Ihnen nichts vor, aber ich sage es Ihnen nur. Ich habe viele Menschen davon überzeugt, dann ging ich an Kochherd, habe ich Ihnen ein Süppchen vorgekocht. Dass Sie sagten, das ist unglaublich, wie haben Sie das gemacht? Da haben Sie Wundersuppe und was weiß ich genannt. Nein, sage ich, ist ganz natürlich, ist nicht verbildet. Natürlich nicht so zubereitet, wie Sie sie zubereitet haben. Ich habe wirklich meine Liebe noch dazugegeben. Die darf ja nicht fehlen.
Aber es muss nicht viel sein, es muss kein Fleisch sein, es muss kein Fett sein. Das muss ja gar nicht sein. Nein, so einfach wie sie ist, aber richtig zubereitet. Wenig. Aber gut. Und dann haben sie auch eine Nahrung. Aber auch Macht der Gewohnheit, die Menschen sind es gewohnt, sie haben es von ihren Vorfahren übernommen und einer den anderen übertroffen. Was sie alles da zusammenwämschen, ist nicht besser, wenn es alles rein bleibt und nicht so vermanscht wird? Ist doch viel besser. Ich könnte Ihnen viele, ich könnte Ihnen tausende Gleichnisse geben, aber ich möchte wirklich nicht so weit greifen. Also, Freunde, dem Körper nur das zukommen lassen, was zu ihm gehört. Heute ist es ja schon so weit, dass selbst Ärzte, Mediziner dazu übergehen, wo es heute schon viele Bücher gibt, nein, da komme ich nicht zum Lesen, nur zur Erkenntnis, dass auch sie diesen Weg eingeschlagen. Und gerade in den Nachbarstaaten habe ich viele Freunde der Medizin angetroffen, die schon lange gewartet, mal mit den kleinen Gröning zusammenzukommen, damit er ihnen den Weg zeigt. Sie haben sich von dem Weg der Medizin abgewandt, sie wollen jetzt hier den natürlichen Weg gehen. Natürlich müssen sie sich heute noch mit dem behelfen, was sie an künstliche Ströme und Ähnliches erzeugen. Aber sie wollen jetzt den Gröning, ja nun reißt ihn kaputt, überall ein Stückchen. Aber da auch, liebe Freunde, tut Hilfe not, dass ich diese Menschen soweit nicht nur belehre, sondern soweit führe, damit auch sie viele Menschen zu ihrem Heil, sie würden sagen zu ihrer Gesundheit, verhelfen können, damit sie richtig geführt sind. Wo ein guter Wille, da ist auch ein guter Weg. Und ich schimpfe über keinen, ich bin keinem böse, bin auch niemandem böse von Seiten der Regierung, noch viel weniger von Seiten der Justiz, im Gegenteil. Ich kann nur mein Beileid aussprechen, ich kann nur sagen, es ist traurig. Traurig, sehr traurig, aber wahr. Nur wissen die Menschen nichts von dem, was Wahrheit ist. Und darin sehe ich meine größte Aufgabe überhaupt, den Menschen die Wahrheit mit auf seinen Lebensweg zu geben. Ihn genau darauf hinzusteuern, ihn dahin zu führen, damit auch er Wahres erfährt. Dann, glaube ich, wird es gut sein. Natürlich geht es nicht von heute auf morgen. Nun, liebe Freunde, unser Freund Hermann Castorf wird uns noch was zu sagen haben. Ich sage hier nochmals im Namen aller, dass auch wir uns bei unserem Freund Hermann Castorf und seiner lieben Frau, Sohn und alle, wie sie hier sind, ganze Familie bedanken, dass uns die Gelegenheit gegeben, dass wir heute beisammen sein können. Und ich danke auch unserem Freund für die persönliche Einladung, für sein Bitten, dass ich doch kommen möge. Und ich habe hier seinem Wunsch entsprochen. Wenn Sie einen Wunsch haben, bitte, den erfülle ich ihn auch. Aber sprechen Sie ihn nicht aus. Als erwachsener Mensch sind Sie auch so, wie Sie das Leben doch kennen, als Familienvater, als Ehefrau, dass Sie, Ihre Verwandte, erstmal Ihre eigene Familie, wissen Sie, was dem Kind fehlt, braucht das Kind nicht sagen. Wenn Sie ihm das geben, was das Kind notwendig hat, dann kommen die Verwandten, dann kommen die Bekannten, das heißt, mit denen Sie eng im Kontakt stehen. Da gehen Sie nur einmal in eine Wohnung und schauen, hören, ach, das hätte ich gerne gehabt, das fehlt mir. Naja, man kann sich das nicht alles auf einmal anschaffen. Jetzt wissen Sie halt, übernächste Woche hat die Frau Geburtstag, jetzt wissen Sie, was Sie zu kaufen haben. So bin ich auch. Verstehen Sie? Jetzt weiß ich ganz genau, darüber muss man nicht sprechen. Man stellt nur fest, man überzeugt sich nur. Ich habe mich von vornherein überzeugt, wo es bei Ihnen fehlt. Und das genügt. Jetzt brauchen Sie mir den Schmarrn nicht sagen, nichts von der Unordnung sprechen, die gehört hier in unserem Freundeskreis nicht hinein. Dazu sind wir nicht hier. Und das wollen wir auch hier unserem lieben Freund und Gastgeber nicht antun, den ganzen Schmutz und Dreck hier austragen. Da gehen Sie hin zu Ihrem Arzt, den können Sie alles sagen. Der behandelt den Dreck, ich nicht. Hier wird er nicht behandelt. Hier wird nur das Gute, das Reine, das Göttliche behandelt. Und das ist richtig. Nun nehmen Sie es auf und schonen Sie es gut.